das ist meine Familie. Wir sind die neuen Mieter im ersten Stock. Freut mich, Christel Steiner. Freut mich. Ich wohne neben Ihnen. Schön. Grüß Gott. Na schön, dann werden wir jetzt einmal unsere Sachen hineintragen. Herr Schraffi, Ihre Angehörigen in Tschetschenien sind vor 3 Tagen davon informiert worden, dass Ihr Bruder umgebracht worden ist. Haben Sie das nicht auch gewusst? Nein. Wieso waren Sie denn dann bei Rosegger? Ich habe angeboten, Rosegger Geld. Ich habe gehört, Rosegger kann helfen, wenn man Geld gibt. Aber er hat nicht genommen. Ich habe gedacht, vielleicht war zu wenig. Bin böse geworden. Sehr böse. Aber ich nicht getötet, Rosegger. Wieso glauben Sie, dass der Rosegger bestechlich war? Die anderen Flüchtlinge haben gesagt. Wer? Namen? Adresse? Irgendwas? Maria, ich bin's. Josef kann im Augenblick nicht. Meine Maschine wartet. Stand auf, Führer. Was für ein Reude für Naima? Mio! 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 Nachweisen, dass man erschossen wird. Wenigstens gefoltert. Alles hat seine Ordnung. Jetzt lande ich hier bei euch, die du vor 25 Jahren miteinander verheiratet hast. So war es nun eigentlich nicht, aber das macht nichts. Es freut mich zu sehen, dass ihr die 25 Jahre zusammengehalten habt. Guten Abend. Guten Abend. Wir haben ein kleines Geschenk, ein feiner Tropfen. Danke, aber bei uns trinkt niemand Alkohol. Du kannst nichts machen. Wir müssen nur die Gäste trinken. Bitte schön. Ich muss einfach. Bitte schön. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Danke. Was ist denn das für ein Schmoren? Gefällt meine Tochter Shirin. Shirin John, wie ist Munumade? Guten Tag. Servus. Worum geht's denn da? Es geht um einen reichen Mann, der... Es geht im Grunde nur um Mist. Und die Frauen sind die Blöden. Die Chance, ja? Tochter ansehen? Ja, solange Sie keinen Teppich verkaufen wollen. Sehr hübsch, tanzt die Mama. Ja, sind bitte. Ich würde sagen, hätte nicht gedacht, dass sie das kränkt. Na, magst du, Kokoda? Vorsicht, Clara, das ist eine Falle. Ich glaube, Sie gehen zu sehr von sich als Banker aus. Moment, ja, ich hab's nicht notwendig mit Süßigkeiten da. Ich weiß, bei Ihnen sind es Zinsen. Nein, ich habe Rosegger nicht getötet. Aber Sie haben mit dem Herrn Rosegger gestritten. Und Sie haben ihm gedroht. Dafür gibt's Zeugen, Herr Ashrafi. Ja, ich war aufgeregt. Hatte Angst um meinen Bruder. Ja, war wütend. Aber ich habe den Mann von Asylamt nicht getötet. Aber Sie hauen immer sofort ab, wenn irgendjemand an der Tür klopft.
In Tschetschenien, ich bin abgeholt worden. Von Polizei. Zum Verhör. 3 Tage, 3 Nächte. Ich habe nichts getan, aber trotzdem geschlagen. Immer wieder. Immer wieder. Bei meinem Bruder auch. Viel schlimmer. Ja, und deshalb sind Sie ja auch so wütend auf den Herrn Rossiger gewesen. Weil er Ihren Bruder abgeschoben hat. Das verstehe ich ja, das ist mehr als verständlich. Aber das hier, das verstehe ich nicht. Wo waren Sie gestern am Abend? So gegen 10. Zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Meine Frau war bei Nachbarin. Ich habe aufgepasst auf Kinder. Aber um 10 schon geschlafen. Sie sind ja noch klein. Sicher vorübergehende autistische Phase. Sie hat mit dem Sprechen aufgehört. Das ist eine Sperre, die kann man nur mit der Zeit knacken. Sie muss Fürchterliches erlebt haben. Ja, nur gerade Zeit haben wir nicht extra viel, ne? Ich glaube nämlich, dass das Mädel unseren Doppelmörder gesehen hat. Langsam, Brautmann, langsam. Wir werden sehr viel Geduld mit der Anna-Marie haben müssen. Bisher macht sie ganz zu. Will auch nicht zeichnen. Keine Musik, gar nichts. Darf's ich einmal mit ihr probieren? Ja, schließlich habe ich die Kleine gefunden, ne? Und ich glaube, ich habe Kontakt zu ihr herstellen können. Außerdem habe ich selbst eine Tochter, ne? Dr. Trautmann, oder was? Nein, nein, die Idee ist nicht schlecht. Probieren kann man das ruhig. Mannchen, tatsächlich mache ich so bitter Bibi. Eine mehr als gnadenlos hässliche Frau zu heiraten. Eine, die fett aussieht, barbarisch und hoch. Sie sind ja ein kleiner Oktopus. Yeah.